Yo, was geht, Homies? Lange ist es her, seit wir uns das letzte Mal hier auf diesem YouTube-Channel gesehen haben. Und ihr fragt euch bestimmt, yo, Bro, wo bist du gewesen? Was machst du die ganze Zeit? Und warum warst du einfach nicht am Start für uns? Das will ich noch einmal ganz kurz erklären, warum ich so lange keine Videos hochgeladen habe. Also ich bin ja eigentlich noch Student, ich studiere ja Wirtschaftskommunikation an der HTW in Berlin. Und jedes Semester denke ich mir erneut so, komm, schaffst du auch durchs Semester durch, hustelst jede Woche ein Video raus. Und dann irgendwie bemerkt man so, studieren braucht doch ein bisschen Zeit. Und dann kommt noch das Shooten, Editen und immer jeweils bei Instagram posten dazu. Irgendwie fällt mir dann auf, der Tag hat nur 24 Stunden. Und dann schafft man es eben nicht, YouTube-Videos noch zu produzieren. Denn mainly mache ich ja Instagram und dieses YouTube-Ding ist so ein On-Top, noch so ein bisschen Bonus für euch, weil ich einfach so viel Mehrwert habe, den ich gerne noch mit euch teilen will, damit auch ihr was Geiles auf eurem Instagram-Account machen könnt. Ihr habt vielleicht schon die erste Folge gesehen über den Instagram-Algorithmus, dann die zweite Folge gesehen über die Tipps und Tricks, wie ihr euer Engagement, eure Likes und Comments erhöhen könnt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann checkt auf jeden Fall mal die Links in der Beschreibung ab, da findet ihr alle weiteren Informationen zu den Videos. Und jetzt kommt hier eben der dritte Teil in unserer Crush It on Instagram Serie und ich wünsche euch viel Spaß. Tipp Nummer 1, womit ihr direkt mehr Kommentare kriegen könnt, womit ihr eine größere Reichweite aufbauen könnt und auch euren Beitrag so ein bisschen mehr Leute sehen, ist ein Gewinnspiel. Veranstaltet einfach mal ein Gewinnspiel, ist so ein ganz klassisches Ding, ist so von Facebook Marketing von vor, keine Ahnung, von vor 3-4 Jahren war das da immer ganz doll der Trend. Funktioniert halt einfach bis heute auch noch. Einfach ein Gewinnspiel machen, verlost einen Preset-Pack oder verlost irgendwie euer Bild gedruckt. Das habe ich schon ganz oft gemacht. Das kommt immer richtig gut an. Und sagt einfach, sie sollen in der Beschreibung 3 Freunde taggen. Wenn sie das gemacht haben, gewinnen sie. Und so sehen auf einmal ganz viele Leute den Beitrag, weil ja alle ihre Freunde taggen. Und außerdem kriegt der Beitrag viele Kommentare, viele Leute, die damit engagen und das liken. Und das sorgt dafür, dass der Post so ein bisschen viral gehen kann und einfach vielen Leuten angezeigt wird. Tipp Nummer 2, wenn ihr bei mir mal in der Story vorbeischaut, dann poste ich immer eine Frage. Meine erste Story ist immer, ey, ein neuer Beitrag, gerade hochgeladen. Zweite Story direkt irgendeine Frage, die zu dem Bild passt, die mir gerade durch den Kopf geht, womit ich mich gerade beschäftige oder so. Einfach um das Engagement mit den Leuten anzuregen. Ein wichtiger Tipp, auch hier postet diese Frage auf Deutsch oder auf eurer nativen Sprache sozusagen, also dem Großteil eurer Follower. Ich mache es immer auf Englisch und auf Deutsch, aber ich merke auf jeden Fall, dass wenn ich auf Deutsch die Frage stelle, viel mehr Leute das verstehen und es auch einfach viel natürlicher ist, dass viele Leute darauf antworten und darauf eingehen. Also ich mache es in der Story, am besten auch in der Beschreibung von dem Bild, aber so, dass man es schnell sieht und nicht, dass es in der Beschreibung untergeht. Aber so hast du eine Frage, so haben die Leute auch eine Idee, was sie überhaupt kommentieren sollen. Und dann geh auch wirklich auf die Antworten ein und schreib einfach mit den Leuten ein bisschen. Mach vielleicht auch so ein kleines Game, was ich ab und zu mal mache, wo Leute was raten müssen. Und du kannst sie anreizen, zum Beispiel, indem du ihnen Story-Shoutout gibst. So, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Gibt noch andere, wie du die Leute dazu halt anreizen kannst, da mitzumachen. Als Tipp Nummer 3, ganz wichtig, Hashtags. Hashtags sind wichtiger als jemals zuvor. Instagram pusht richtig auf diese Hashtags. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du wieder welche verwendest. Es gab mal so Zeiten, wo viele Leute gesagt haben, ach, die bringen doch nichts und so. Aber ihr schafft es wirklich, wenn ihr die richtigen Hashtags auswählt, euren Post viral auf dem Instagram Explore Feed sozusagen anzeigen zu lassen. Und somit sehen auf einmal viele, viele tausend Leute mehr euer Bild. Das ist echt ganz wichtig. Deswegen probiert verschiedene Hashtags aus, probiert so zu gucken. Da gibt es ja einmal den Recent-Teil, also so was ist häufig, was war zuletzt gepostet. Auf der anderen Seite den erfolgreichen Teil, dieses, was läuft gut. Schaut da mal rein, wie viele Likes jeweils immer dieses Bild hat. Und wenn das so zu eurem Like-Ratio so passt, dann könnte es ein guter Hashtag sein. Ich will dazu auch nochmal ganz im Detail ein Video machen. Das kommt noch im Laufe dieser Serie. Aber ganz wichtig, benutzt auf jeden Fall Hashtags und interagiert auch mit den Leuten, die diese Hashtags ebenfalls benutzen. Weil das sind dann die Leute, die eben in der gleichen Nische seid wie ihr. Und da könnt ihr wieder gut connecten, könnt ihr neue Fotografen kennenlernen, könnt ihr neue Blogger finden. Und sowas ist auf jeden Fall echt wichtig. Und mein vierter Tipp für euch ist, postet auf jeden Fall regelmäßig. Wie oft? Ich poste zum Beispiel einmal die Woche, andere posten jeden Tag, das kann auch richtig gut sein, andere 2-3 Mal die Woche. Ihr müsst euren eigenen Rhythmus erstmal finden, was passt zu euch. Im Endeffekt würde ich euch nicht vorschreiben, wie oft ihr posten sollt, aber ihr müsst auf jeden Fall regelmäßig posten. Ich poste immer Montag, 20 Uhr, Link ist in der Beschreibung, wenn ihr vorbeigucken wollt. Aber ganz wichtig, einfach regelmäßig bleiben, weil das bewertet dann auch der Instagram-Algorithmus viel besser, wenn er sieht, okay, der ist regelmäßig am Start, der postet regelmäßig Content. Das ist wie bei YouTube, wollt ihr auch von einem Lieblings-YouTuber regelmäßig den Content haben. Deswegen ist es echt wichtig, regelmäßig auch bei Instagram am Start zu sein.
Und der fünfte und wichtigste Tipp, echt der wichtigste, kann ich euch nur empfehlen. Kommentiert, wenn Leute bei euch ein Bild kommentieren, zurück. Ganz wichtig, es ist wirklich wichtig. So baut ihr eine Community auf, so baut ihr eine Beziehung zu euren Followern auf. Und so sorgt ihr auch dafür, dass sie in der Zukunft immer wieder da sind, immer wieder am Start sind. Das ist auf der einen Seite auf der einfach Beziehungsebene mit euren Followern ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite ist es auch einfach von der technischen Seite sehr wichtig. Weil wenn viele Kommentare am Anfang unter diesem Bild erscheinen, dann bemerkt der Instagram-Algorithmus direkt, hey, was geht denn hier ab? Und dann teilt ihr das Bild gleich mit mehr Leuten. Weil mehr Leute das kommentieren, ihr kommentiert wieder zurück, die Leute kommentieren wieder euch zurück. Hin und her geht das Ganze. Und so ist einfach viel mehr Diskussion, Gespräch unter dem Bild. Und das sorgt letztendlich dafür, dass der Instagram-Algorithmus versteht oder mitbekommt, ey, dieser Post hat Relevanz, viele Leute kommentieren hier, viele Leute haben dazu was zu sagen, wenn es auch nur das Gespräch ist zwischen zwei Personen. Wenn da was Geiles für euch dabei war, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Hier auf dem ganzen Kanal geht es natürlich ganz viel über Instagram, ganz viel über Social Media. Es geht aber auch viel um die fotografische Seite dieser ganzen Aspekte, der Content-Produktion und auch um die Bildbearbeitung, damit ihr euren eigenen Style findet und damit ihr echt aus den Massen herausstechen könnt. Das ist mir ganz wichtig und das ist so meine Mission so ein bisschen. Ich habe jetzt mehr Zeit, hier wird jetzt eine Menge kommen, wegen Semesterferien, wie am Anfang bereits erklärt. Ich habe auch richtig Bock, wieder eine Menge zu produzieren. Ansonsten schaut doch mal beim Instagram vorbei, da findet ihr dann die Fotos und alles so Behind-the-Scenes-Shit in meinen Stories. Und ja, ich habe einen Shop, da gibt es Lightroom-Presets. Wenn ihr noch welche braucht, dann zieht sie euch auf jeden Fall mal rein. Und ansonsten würde ich sagen, das war's mit dem Video für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Amon. Ciao.